Hallöchen, ihr Lieben, sind wir zurück. Nach einem kurzen Schnitt, ne? Fußgängerwege sehe ich leider nicht. Oder gibt es die hier mit? Bänke? Nee. Sonst hätte ich jetzt hier einen schönen Fußgängerweg nach hinten gebaut. Jetzt muss ja alles an der Straße. So, hinterm Spar können wir natürlich noch ein paar Bäumchen bauen. Es sind eh immer wenig Bäume hier. Oh, die sind nicht schön. Die sind schön. Bisschen Unterscheidung machen hier, ein bisschen anders. Das ist so, hier noch ein paar Bäume hin. Sieht das ganz komisch aus ohne Bäume, ey. Es passen ja theoretisch nur Nadelbäume. Ja, Mammutbaum, ein riesen Mammutbaum noch. So, haben wir hier noch ein paar Bäumchen. Ah, hier wurde alles fast abgeholzt, ne? Ich habe nicht genug Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter. Aber ihr wollt doch keine Leute mehr. Das ist doch ganz weit unten, die Leute. Können wir hier noch ein bisschen was mit dran setzen? Machen wir hier noch ein kleines Wohngebiet. So. Da braucht ihr noch Wasser natürlich. So, wie sieht's hier aus? Hier passt soweit. Ihr habt nicht genügend Gebildete, ne? Das ist okay. Das kann ich jetzt gerade nicht ändern. Die Mülldeponien sind voll und ich weiß nicht warum. Müllreserve. Haben sie nur noch 65.000, 64.000? Warum bekommt ihr denn keinen Müll? Ich verstehe es nicht. Warum bekommt ihr keinen Müll? Dieses Gebäude in eine andere Einrichtung entleeren. Schickt das doch mal alles hier hin. Das muss doch mal hier drin sein, dass die mal hier voll sind. Kriegen sie jetzt was hier? Da fahren sie jetzt dahin, ne? Wie es aussieht, ja. 123, 128. Jetzt machen sie es leer. Und da ist die dann bald wieder voll. Können wir noch eine Müllverbreitungsanlage bauen? Oder wie gesagt, ich baue diese besondere, die ich mir runtergeladen habe. Die ist ein bisschen größer. Und wo ist sie denn jetzt? Das Recyclingzentrum, die Müllverbreitungsanlage. Müsste hier mit meinen Kraftwerken sein. Oder auch nicht. Ach, wenn man noch wüsste, wo das alles ist, was man runterlädt an Add-ons. Hier, ach, da ist er. Das ist ein altes Kohlekraftwerk, das wurde halt zu einem Müllheizkraftwerk umgebaut. Das ist wirklich, das ist fett. Was braucht ihr hier? Zu wenig Dienstleistungen. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Dienstleistungen, sind das jetzt Bürogebäude? Oder sind das jetzt die Gewerbegebiete? Die können wir wegreißen, die wollen sie nicht mehr. Hier können wir noch ein paar Dienstleistungen hinbauen, wenn das jetzt Dienstleistungen sind. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Zu wenig Dienstleistungen. Ja, ich baue noch welche. Oder manche damit sowas hier. Bei hier hinten ist ja gar nichts. Polizeitechnisch ist hier alles tot. So, wurde es jetzt leerer? Das ist Schneedeponie, die müsste leer werden. 84% ist okay. Wir bauen jetzt das große Kraftwerk, was soll's. Baue ich das nur hin? Das ist so riesig. Hier ist echt kein Platz dafür. Da wäre Platz. Oder? Nee, nee, kein Platz. Da müsste ich jetzt hier was... Boah, was ist mit der Straße los? Hier ist Verkehr.
Aber richtig Fettverkehr. Müssen wir ein bisschen was umplanen. Das ist nicht gut. Die müssen auf die Straße auf jeden Fall drauf. Was können wir denn da? Was haben wir denn hier? Ihr müsst stoppen, dass die anderen immer fahren können. Aber wenn da kein Platz ist, ist halt das Problem, geht auch nichts. Müsst ihr stoppen, dass die immer fahren können. Ihr dürft nicht stoppen. So, ist es dann ein bisschen flüssiger? Sieht auf jeden Fall flüssiger aus. Die wollen auch alle hier rein in den Bahnhof, den Frachtbahnhof. Hier ist halt echt jetzt Verkehr. Ah, der müsste besser werden. So, ich will jetzt die andere Bahn hier. Ich bin schon mit abgelenkt. Mensch. Fokus. Hier geht die Straßenbahn lang, ne? Ja. Dann könnte ich nur diese Straße abreißen. Hier sind aber die schönen großen umweltfreundlichen Industrien. Die gibt es schon länger hier, Hightech. Die möchte ich gar nicht abreißen. Aber hier hinten hinbauen, dann müssen sie es wieder von da nach dort. Hier durch das Staugebiet. Brutal. Das gibt's ja nicht hier. Mensch. Hier kommt noch keine Feuerwehr hin, das ist vorbei. Könnte vergessen, dass eine Feuerwehr kommt. Ihr fackelt hier ab. Was ist das? Polizeiwache? Oder kommt da eine Feuerwehr? Doch, da ist schon eher da. Ah, okay. Schaffen sie doch gerade so. Ja, los, wir setzen sie hier hinten hin. Zack. 600.000 kann das fassen an Müll. Das kann man jetzt ein bisschen was verbrennen. Die ist voll, die ist leer und die sind voll. Dann hier wieder Leerung stoppen und jetzt hier entleeren. Und wir haben eine großartige Stadt erreicht mit 18.000 Einwohnern. Wir haben jetzt Solarkraftwerke, können wir jetzt bauen. Ein Wintermarkt, okay, cool. Ein traditioneller Wintermarkt, was haben wir hier noch? Ein Stadtgelände, das haben wir noch nicht. Bootsmuseum können wir noch nicht. Da fehlt immer noch ein bisschen was. So. Ihr braucht Wasser. Das tut mir leid. Habe ich wieder. Hier ist meine Wasserführung echt komisch. Machen wir mal neu hier. Das ist ja hier ein Kauderwelsch. So. Und wir müssen auf jeden Fall hier hinten den Verkehr neu setzen, weil die Kreuzung ist total überlastet. Die wollen alle da rein, dort rein. Upgraden kann ich es nicht, da ist der Frachthofenweg. Und der blockiert eben mal jetzt die komplette Straße. Könnte man das denn? Hat es jetzt schon Müll? Hast noch kein Müll? Da kommt der Müllwagen. Kommt der nächste Müllwagen. Jetzt wollen noch die Müllwagen hier lang. Und man könnte jetzt noch theoretisch. Der Ort ist bereits belegt. Hier könnte man noch theoretisch lang. Aber da komme ich jetzt nicht mehr lang, weil das nicht mein Gebiet ist. Müsste ich mir diese Karren, müsste ich mir die beiden Karren kaufen. Damit ich hier am Fluss lang komme. Nee. Das möchte ich jetzt noch nicht. Oh, hier ist doch Platz, da könnte ich so lang kommen. Außerhalb der Stadtgrenze. Mit einem Tunnel. Normalen Tunnel. Bauen wir hier mal einen Tunnel. Gehen wir das noch hin?
zu steil. Ort ist bereits belegt, belegt. Jetzt prickeln wir hier an den Tunnel rum eine halbe Stunde noch. Ich sehe es jetzt schon. So ist normal. So ist Tunnel. Nein, keine Brücke im Tunnel. Ah, die Bohne geht wieder mal hin. Das wird wohl nichts. Das wird wohl nichts werden. So, die brauchen noch viel mehr Gewerbe. Oder braucht ihr mehr Büros? Das ist jetzt die große Frage. Was braucht ihr? Sagt's mir. Hier können wir nochmal Büros hinklatschen. Hier sieht's soweit okay aus. Können wir hier noch den nächsten Ring ein bisschen größer machen. Welchen Ring mache ich denn größer? Machen wir den größer. Richtung Industriegebiet. So. Und den noch mit. Hier ist alles Freizeit. Oh, nicht umbauen. Die Drogerie 2.0, der Bio-Supermarkt. Und hier haben wir die Pac-Man Card Games. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Gewerbe, wird er bestimmt, ja. Machen wir hier großes Gewerbe hin. Und hier noch, da hätten wir noch Platz, oder will ich nichts hinbauen? Hier hätten wir auch noch Platz, da will ich aber eigentlich... Das ist hier eine Oberschule. Auch nichts hinbauen. Ein bisschen Platz können wir ruhig lassen. So, hier kommen dann schon die nächsten neuen Häuser. Hier kommt die das Gewerbe. Das dicht besiedelte. Hier haben wir noch Gewerbe. Hier haben wir auch noch dünn besiedeltes. Hier haben wir Büros. Das passt. Da können wir noch ein paar Büros bauen. Zack, dann müssen die dann jetzt zwar alle in die Ecke fahren, aber sollte eigentlich... Oh ja doch, ist schon ein Problem, die Straße ist rot. Weil ich hier bestimmt noch keine Regelung habe für die Kreuzung. Eine Ampel. Nee, eine Ampel will ich nicht. So ist besser. Da können wir eine Ampel, das ist okay. Wobei das auch dann ganz schön abbremst. So. Dann müsste es ein bisschen besser fließen, weil hier ist schon extrem viel Verkehr. Das sieht okay aus, aber was hier rein will jetzt? Die wollen halt alle in die Büros, ne? Ich habe nur eine Straße hingebaut. Müsste ich demnächst noch eine Straße auf jeden Fall hinbauen. Und hier machen wir das alles. Das lassen wir mal als Ampel. Hier brauchen wir auch keine Ampel. Das ist auch Stoppschilder. Und hier braucht noch Wasser. In meinem chaotischen System hat nicht jeder Wasser. Würde das jetzt reichen, wenn ich das hier abreiße? Hier das noch weiter. So, da könnte ich jetzt schon wieder hier ein bisschen das ordentlich setzen. Dann ist es nicht mehr so hin und her gefrickelt. Und alle haben auch Wasser. Das ist okay. Müllauslastung ist okay. Wir können, was ist hier hinten los? Zu wenig Dienstleistungen. Ihr seid ja im Arsch der Welt, ne? Und hier ist halt der Verkehr auch noch extrem kritisch. Boah, ey, der Verkehr, das ist ja... Hier geht ja gar nichts. Seitdem ich die Kreuzung habe. Geht da null und das ist da eigentlich eine Einbahnstraße, oder?
bist du denn von Straßentyp? Anscheinend nee, ist keine Einbahnstraße. Wenn das jetzt eine Einbahnstraße wäre, wäre es dann besser. Das könnte eine Einbahnstraße in die Richtung wären. Und dann mache ich das als Einbahnstraße in die Richtung. So, dann müssen die halt jetzt hier im Kreis fahren, ist mir egal. Hier ist totales Verkehrschaos, scheiße. Da gehen auch schon die ersten weg. Na, ja, jetzt staut sich halt nur noch mehr, ne? Aber ist halt mehr Platz zum Stauen. Ist doch okay. Können wir jetzt hier noch einfach reinbauen, eine Straße? Geht das? Dass sie da reinfahren? Da muss ich natürlich noch setzen, dass nur ihr stopfen müsst. Die Straßen sind verstopft. Oder fahren die nur da rein? Ja, okay, dann fahren die nur da rein. Hier werden die gar nicht reinfahren. Der Frachtbahnhof ist echt gut besucht. So, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann werde ich mal wirklich das Problem hier hinten angehen müssen. Hier ist jetzt knüppelrot, seitdem ich das gebaut habe. Knüppeldick rot. Hier, das ist alles, ist noch okay. Hier geht's auch. Hier, naja, grenzwertig. Hier ist ein bisschen grenzwertig. Ich werde mir da mal diese Verkehrsmod runterladen und dann probiere ich mir hier hinten ein System reinzubauen, was bringt oder auch nichts bringt. Und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge in unserer kleinen, wunderschönen, friedvollen Stadt. Gucken wir hier von der Neustadt in die Altstadt. Ist es nicht schön? Also bis dahin. Tschüss.